Berserkerfeind. 1. Yokatta. Das war ganz schön knapp. Beide Seiten hätten den Sieg verdient gehabt. Dadurch schmeckt er erst richtig süß. Da merkt man erst recht, wie stark man geworden ist. Sollen wir gleich nochmal kämpfen? Hier, ich möchte beim nächsten Kampf dabei sein. Dann mache ich eine Pause. Das waren ganz schön viele Kämpfe. Also besteht das Team aus Silica, Shino und mir. Dieselbe Formation wie eben. Ich stehe hinten und vorne ersetzt Silica Lies. Okay, das haben wir schon oft gemacht. Kein Problem. Wir haben ein Match. Unsere Gegner sind die drei da. Ich schaue von draußen zu. Ersetzt mich gut, Silica. Kein Problem. Ich werde dich sogar noch besser machen als du. Hey, die haben die Oberhand. Halt deinen Gegner da drüben mal auf. Mach ich doch. Hey, ich treffe einfach nicht. Ah! Super, ein Volltreffer. Gut so, Silica. Geh etwas zurück. Und Shinon, ich werde sie erledigen. Verstanden. Mist, die arbeiten total gut zusammen. Die trainieren sich ja oft gemeinsam. So wie bisher kommen wir nicht gegen sie an. Na gut, ziehen wir uns erst einmal zurück und stellen uns neu auf. Alles klar. Hey, steh da nicht so rum, sonst erledigen sie dich. Hörst du nicht auf mich? Wenn du gewinnen willst, dann gehorche. Was ist los? Attacke! Hey, was soll das? Renn ich einfach alleine vorne. Hä? Was ist mit ihm? Der kommt alleine auf uns zugedüst. Was ist das denn für eine Taktik? Silica, liefer, greift ihr ihn an. Sobald er stehen bleibt, kommt der finale Schlag von mir. Keine Sorge, egal was sie planen. Mit meiner Konzentration angreifen, erledigen wir ihn vorher. Alles klar. Dann setze ich erst einmal mit ihm Magie unter Druck. Was? Er ist gar nicht langsam. Wieso? Hat mich ganz schön erwischt. Das war eine rücksichtslose Kampfweise. Immer mit der Ruhe. Wenn ihr zu zweit in die Enge treiben, kriegen wir ihn. Eva, Silica. Die beiden sind noch kaum noch. Der Winkel passt auch nicht für die Unterstützung. Geht beide zurück, während ihr seine Angriffe so gut wie es geht abwehrt. Wir locken ihn weit ran und kontern, wenn er aus der Puste kommt. Verstanden! Ah, verdammt! Jetzt ist unsere ganze Taktik ruiniert. Aber die scheinen jetzt richtig unter Druck zu stehen. Wir waren ohnehin im Nachteil. Das hier könnte unsere Chance sein. Stimmen wir auch ein und machen das Chaos komplett. Lasten wir einfach aus. Alles klar. Los geht's. Ja! Berserkerfeind 2. Ah, Mist. Super. Nur noch einer übrig. Aber der letzte ist... Nehmt das! Oh je! Er weicht überhaupt nicht zurück, obwohl er so viele Treffer einsteckt. Lass dich nicht unter Druck setzen. Er sollte kaum noch AP haben. Okay, entfernt euch ihr zwei mal kurz von ihm. Okay! Es ist aus!
Geschafft! Puh, es ist vorbei. Wir haben gerade so gewonnen. Gut gekämpft, Leute. Glückwunsch zum Sieg, aber schwer war zum Kampf zu sagen. Ihr wart klar im Vorteil und dann verfiel der Kampf ins Chaos und es wurde richtig knapp. Einer von denen hat allein unsere Taktik zunichte gemacht. Hätte ich ihn direkt am Anfang stoppen müssen? Dann hätte ich besser vorgehen müssen. Denke ich nicht, dass das möglich gewesen wäre. Ihr hattet selbst zu zweit vorne Probleme. Normalerweise stürmt einer nicht so wild darauf los. Selbst seine Mitstreiter waren offenbar erstaunt darüber. Normalerweise kritisiere ich nicht gerne den Spielstil anderer, aber bei dem? Ist es so ein Spielstil denn überhaupt effektiv? Wer spielt so? Er hat ja kein Stück mit den anderen zusammengearbeitet. Würde mir keinen Spaß machen. Naja, es gibt keine Regeln, dass man nicht alleine darauf loslaufen darf. Und eigentlich sollte es kein Problem sein, wenn man es ruhig angeht. In diesem Fall war seine Aktion aber wirklich seltsam. Seltsam trifft das nicht mal. Von außen sah es aus, als hätte er den Verstand verloren. Er war nicht einfach nur eigensinnig oder hat seine Mitspieler ignoriert. Er wollte einfach nur den Gegner angreifen, egal wie schlimm es für ihn ausgeht. Er hat also von Anfang an nichts außer seinen Gegner gesehen? Ja, sowas nennt man einen Berserker, einen verrückten Krieger, der bis zum Tod kämpft. Wobei in diesem Spiel eine solche Klasse oder Zustandsveränderung nicht gibt. Ich verstehe gar nichts mehr. Bei einem RPG gibt es sowas wie Bots, die für Erfahrungspunkte einfach immer weiterkämpfen. Ich frage mich einfach nur, welchen Sinn das bei einem Spiel mit PvP-Kämpfen hätte. Da bin ich allerdings auch überfragt. Er ist nach dem Kampf auch verschwunden, ohne ein Wort zu seinen Leuten zu sagen. Er scheint also im Kampf und auch außerhalb nur an sich zu denken. Ist wohl zu einfach, das einfach nur als schlechte Spielermanier abzustempeln. Da hast du recht. Jedenfalls will ich den nie wiedersehen. Zweifel. Die Vorrunde des ersten Cross-Age-Titelkampf beginnt schon bald. Die teilnehmenden Spieler mögen sich bitte in den vorgegebenen Bereich bewegen. Ah, da ist Silica. Huhu, hier sind wir. Ich bin zu spät, tut mir leid. Hier scheinen viele Leute zuzuschauen zu wollen. Ja, es ist ein großes Turnier in Cross-Age. Klar, dass das Interesse groß ist. Es scheint auch eine gute Gelegenheit, hochrangige Spieler zu sehen. Von denen, die wir kennen, nehmen Kirito, Asuna, Alice und Layla teil. Ach ja, Kirito hat sich ständig vergewissert, dass wir nicht teilnehmen werden. Ich frage mich, warum? Es wird sich ja wieder Probleme geben. Kirito wird ständig in irgendwas verwickelt. Verwickelt ist gut. Mal steckt er von selbst seinen Kopf in fremde Angelegenheiten. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist, einfach nur so zuzuschauen. Ach, denk nicht darüber zu viel nach. Er würde schon was sagen, wenn ihr unsere Hilfe braucht. Und das hat er nicht. Es ist für ihn wohl am hilfreichsten, wenn wir uns wie immer verhalten. Das ist dieses Mal unsere Rolle. Gut. Da stimme ich dir zu. Ich hätte Kirito schon was zu sagen, aber ich werde wohl einfach nur das Turnier genießen. Ah, huch, das ist ja... Was ist? Schau, der Spieler da, der da in der Vorausscheidung teilnimmt.
Ah, der Berserker von neulich. Er nimmt also auch teil, ob er im Turnier normal kämpfen wird? Ich weiß es nicht. Wenn der das könnte, hätte er das neulich auch ge... Und schon rennt er los. Und er rastet schon wieder aus. Was für ein Chaos. Das nervt echt. Er nimmt extra am Turnier teil und hat gar nicht vor zu gewinnen. Was denkt er sich überhaupt nur dabei? Will er einfach nur andere ärgern und baut er Stress ab? Seine Teamkollegen tun mir leid. Und wie? Oh, hallo, hier seid ihr. Michael und Yui. Hallo zusammen. Wollt ihr die anderen auch anfeuern? Yep, ihr auch? Genau. Ich wollte eigentlich auch antreten, aber da kann man nichts machen. Meine Schwester war eben dagegen, weil ich erst seit kurzem wieder gesund bin. Heute feuere ich sie einfach nur an und schaue, was die anderen Spieler so tun. Was sollte eigentlich die Aufregung eben? Kirito und die anderen sind doch erst später dran. Ach ja, der Spieler, so ein Spieler, der total verrückt spielt. Wir dachten uns, er wäre echt blöd, mit dem in einem Team zu landen. Er spielt verrückt, wie meint ihr? Der auf dem Monitor eben war, in der Mitte des Kolosseums. Ah, da ist er. Schau, er ist direkt mitten in seinen Gegner reingerast. Ah, ja, ich verstehe. Er agiert wirklich ungewöhnlich. Er kämpft leidenschaftlich, aber verlässt sich nur auf seine Kraft, ohne zu verteidigen. Darum erleidet er in dem Chaos großen Schaden. Glaubst du nicht, dass so ein Kampfstil gegen die Leute im Turnier Erfolg hat? Ganz genau. Er wird kaum weit kommen. Es ist ein Battle Royale. Die werden alle auf ihn einschlagen und ihn rauswerfen. Er hat wirklich kein Stück sich weiterentwickelt. Ob ihnen das selbst so Spaß macht? Moment mal. Hä? Er hat sich nicht weiterentwickelt, sagst du? Habt ihr etwa schon mal ihn getroffen? Ja. Das könnte man so sagen. Habe beim Übungskampf von Silica und den anderen gegen ihn zugesehen. Wir konnten ihn gerade so besiegen. Seitdem hat sich nichts verändert. Verstehe. Ihr habt also gegen ihn gekämpft. Ich hatte mir gedacht, dass Spieler von Epsilon teilnehmen werden. Aber er gehört wohl nicht dazu. Ist das vielleicht ein Einfluss des Pack? Er kämpft wirklich rücksichtslos. Ist vielleicht für die andere nicht schön, aber man kann ja ihn nicht dazu zwingen, aufzuhören. Ich würde vorschlagen, nicht wieder gegen ihn zu kämpfen. Ja, davon hatten wir auch ohnehin nichts. Wir schauen bei dem anderen Monitor zu. Bye bye. Okay, bis später. Auf den Spieler gerade eben sollten wir wohl ein Auge werfen. Verstanden. Ich registriere ihn als potenziell gefährlich. Epsilon will dieses Turnier nutzen, um seinen Pack in großen Rahmen zu testen. Sie haben wohl auch einige ihrer Spieler eingeschleust. Spieler, die dort ihren Plan ausführen wollen, sollten eigentlich bei Verstand bleiben. Ja, das sollte man annehmen. Um den Effekt des Packs zu verbreiten, müssen die Spieler Schmerzen zugefügt werden. Die Leute von Epsilon werden sich also unter den Leuten verbreiten, um so viele Leute wie möglich zu erwischen. Demnach hat Kirito auch seine Strategie ausgerichtet. Spieler, die nicht nur aufs Überleben achten, sondern offensiv angreifen. Außerdem Spieler, die andere nicht besiegen, sondern nur verletzen wollen. Diese Spieler müssen wir vier finden und ausschalten. Verstanden. Es wäre für sie von Nachteil, gleich alle auf sich zu ziehen und zu verlieren. Haben
haben Sie also Leute eingeschlossen, die schon durch den Pakt ihren Verstand verloren haben? Vielleicht würde das für Ihr Experiment Sinn machen. Ich könnte aber auch durch Zufall einen von Pakt getroffenen teilnehmen. Stimmt, es könnte ein Zufall sein. Wir sollten zur Sicherheit davon ausgehen, dass Epsilon das so geplant hat. Ja, es ist egal, dass so Subjekte vermehren oder jemand das Ganze steuert. Ich will davon ausgehen, dass nur Leute mit Vernunft den Pakt einsetzen können. Aber vielleicht gibt es da autonome Funktionen, die keinen Willen erfordern. Michael! Ach, tut mir leid. Uns fehlen wohl noch Informationen. Wir werden zur gegebenen Zeit mit der Analyse fortfahren. Erst einmal müssen wir dieses Experiment um jeden Preis stoppen. Ja, machen wir das! Stolz eines Spezialisten. Für bestimmte Arbeit auf der Welt braucht es Leute mit viel Wissen und Erfahrung. Diese Person nennt man Spezialisten. Mich würde man wohl als Spezialisten für Gewalt bezeichnen. Okay, ich entschuldige mich. Das ist mir nur so rausgerutscht. Es reicht, oder? Sag doch was! Ich zahle auch. Bitte, ich bitte dich. Nimm einfach mein Geld. Bitte, hör auf. Mit Gewalt kann man andere kontrollieren. Das könnte man als Technik bezeichnen. Wichtig ist, dem Subjekt zum richtigen Zeitpunkt Schmerz und Angst zuzufügen. Dann wird sein Wille des Gegenüber gebrochen. Ich liebe es, andere zu schlagen, ihnen Gewalt anzutun. Außerdem habe ich von Geburt an das Talent, die Angst anderer zu spüren. Ich habe sogar Gangster und Schläger verprügelt und wurde in der Unterwelt berühmt. Aber natürlich wusste ich, dass meine Fähigkeiten hier an ihre Grenzen stoßen. In Sachen Gewalt nehme ich es mit jedem auf, aber gleichzeitig kann ich auch nur das. Ich weiß nicht einmal, wie ich an Geld kommen kann, ohne andere mit Bedrohung zu rauben. Mit Gewalt kann man jemanden kontrollieren, der mir gegenübersteht, von Angesicht zu Angesicht. Doch ich wusste, dass es Leute gibt, die mit einem einzigen Wort die Massen beherrschen. Auch dass ich selbst diese Fähigkeit nicht besaß, war mir klar. Doch eines Tages wurde ich von jemandem angesprochen. Wie wäre es, wenn wir uns zusammentust? Ich brauche dich dafür, in meinem Namen Macht auszuüben. Stimmst du zu? Wie schön. Dein Codename soll Goliath sein. Es ist der Riese aus dem Alten Testament, ein Feind Gottes und ein Symbol für Gewalt. Und so arbeite ich für ihn. Es. In der realen Welt und in der virtuellen. Ich gehorchte ihm und erhielt die Aufgabe, den Willen anderer mit Gewalt zu brechen. Es hat Spaß gemacht und wurde gut bezahlt. Es war sozusagen meine Berufung. Ein Schläger wie ich hatte seinen Platz in der Welt gefunden. Ich war seine rechte Hand, sein Arm. Ich habe genug erreicht, um stolz darauf zu sein. Doch ich habe es vermasselt. Offenbar hattest du mit diesem Spieler Kirito ganz schöne Probleme. Das war... Oder besser gesagt, du hast kläglich gegen ihn verloren. Habe ich dich also überschätzt? Verdammt! Was habe ich falsch gemacht? Ein einzelner Gamer hat mir diese Schande bereitet. Nein!
Ich verstehe es jetzt. Ich weiß nun, was mein Fehler war. Bislang konnte ich den Willen eines jeden mit meinen Drohungen brechen. Aber dieser Kerl, dieser Kirito, war anders. Er war weder durch Worte noch durch die Demonstration des Pakt einzuschüchtern. Mein Fehler war, ihn zu unterschätzen. Ihn als einfachen, schwachen Gamer abzutun. Mut kommt mit Erfahrung. Was er wohl bislang alles durchgemacht hat? Wie viele Krisen und Gefahren hat er überstanden? Aber wie dem auch sei, ich werde meinen Fehler nicht wiederholen und mir sein Vertrauen zurückholen. Und nichts wird mich aufhalten.